Glück, dass jemand da ist, der sich um dich kümmert. Mami ist da. Komm, schlaf ein. Den Mann aus dir. Du brauchst auch nicht immer in deinem Arbeitsstress mit den Schuhen rumsitzen. Ich kann nichts machen dagegen. Dauert nicht lang, wenn man mal angefangen hat. Überleg das mal. Die Pam kann nicht berühren. Die wird nur alles kaputt machen. Und ausziehen? Schon mal daran gedacht. Du sollst jetzt wirklich mal überleben. Es ist genau wie alles andere. Dein Kumpel kommt auch bald raus. Und wie lange kommt ihr schon? Weiß ich nicht. Wie gesagt, dein Kumpel kommt auch bald raus. Der ist ein kleiner Junge umgekommen, hm? Der Permeer-Typ. Nächste Woche, oder? Ich habe auch noch einen für dich. Holst du ihn ab? Ich habe nicht gefragt. Du? Ja, ich muss mir freigeben lassen. Wie läuft es in der Arbeit? Genug zu tun. Ich meine, kommst du mit deinen Kollegen klar? Die sind in Ordnung. Lustig ist das. Hört mal eine Radiozeitung. Hast du sie gehabt? Ja. Das passiert mir nicht nochmal. Das war das letzte Mal, dass ich sie in dieses Haus gebracht habe. Ich sehe nicht ein, warum gerade immer ich dafür blechen soll. Ich glaube anscheinend, dass ich Geld scheiße. Nie ist sie da, wenn ich sie brauche. Nicht einmal. Immer das Gleiche. 50 Cent die Woche kostet mich das. Rechnet euch mal aus, was das im Jahr ausmacht. Ihr glaubt anscheinend, ich komme vom Mond. Letzte Woche war sie nicht da. Nie ist sie da. Hat doch keine Beine bekommen. Mama! Eine muss sie ja gehabt haben. Jeder hat seinen Vorteil davon. Bloß ich nicht. Ich weiß, was ich in Zukunft mache. Ich spiele nicht mehr mit. Da gehören schon zwei dazu. Bin doch nicht bescheuert. Von mir aus kann sie sich pumpen, wer will. Man wird ja wohl erwarten können, dass derjenige weiß, was sich gehört und sie wieder zurückbringt. Jeder denkt sich, mit der kann das ja machen. Passiert mir nicht nochmal. Behandeln wir einen Fußabtreter. Jeder nimmt sich, was er will. Keiner gibt. Immer das Gleiche. Soll man im eigenen Haus noch alles abschließen? Du weißt ja, was du tun kannst. Was Besseres fällt dir nie. Weißt du was Besseres? Echt? Erst waren es zwei. Hab pro Stück 10 Mark bezahlt, oben auf dem Markt. Es ist kaputt gegangen. Man schritten durch. Diesmal mag ich es ernst. Zieh Leine! Ich schmeiß mein Sag mir nicht immer, was ich tun soll! Zieh Leine! Das war wieder typisch für dich. Mama! Die Manschetten sind auch bald durch hier. Du kannst richtig gemein sein, wenn du willst. Genau. Nur Lügen und Fotos von Schwulen. Ich nicht gemein. Aber wer zuletzt lacht? Der Fred kommt auch heim nächste Woche. Heim? Aber seine alte Dame will ihn nicht im Haus haben. Also mein Zimmer bekommt der auf jeden Fall nicht. Ach nee. Ach, wie wenn deine Alte das erlauben wird. Das werden wir ja sehen. Wenn er wieder anfängt so rumzuhängen, ist er bald wieder in der Klemme. Ich lasse da jedenfalls von keinem mehr was reinreden. Wir werden ja auch nicht jünger. Er muss ja jetzt anders sein. Und im Brief kann man ja nichts sagen. Das kannst du nicht von ihm erwarten. Du hast also nicht mit ihm gesprochen? Nein. Holst du ihn ab? Wieso? Ich hab doch nichts gesagt davon. Eben. Und er will nicht, dass du kommst. Wie kommst du denn da drauf? Ich will nicht darüber reden. Ist er mein Freund oder nicht?
Es hängt mir zum Hals raus, wie du dich immer an mich hängst. Hast du denn keine alten Freunde? Und deine Leute? Ah. Mich könntest du nicht verbinden, weil mich keiner will. Und wer will mich nicht? Ich will dich nicht, die wollen dich nicht, ist doch wohl logisch. Ich verstehe nicht, dass du es nicht kapierst. Nur Stunk und Krach gibt, sonst... Was? Und wer ist schuld dran? Kein anderer wird bleiben, auch wenn es bezahlt bekäme. Du bist an allem schuld gewesen. Ich hab gewusst, dass das jetzt kommt. Überhaupt nichts wäre passiert, wenn du nicht da gewesen wärst. Du gibst ihm nie eine Chance. Ja, ja. Kaputt gelacht hast du dich, wie sie ihn eingesteckt haben. Also saublöd, frag ihn doch. Eifersüchtig. Und jetzt musst du ihn rauslassen. Kannst du ihn noch nicht in Ruhe lassen, ha? Du kannst ihn nicht in Ruhe lassen, meinst du wohl. Rumschreien, die ganze Zeit. Rumschreien? Mit dir kann man ja nur schreien. Ja, nur weiter so. Du bist vielleicht banal. Ja, komm, mach weiter. Mit dir kann man ja nur schreien. Nein, du bist eine saublöde, du. Kommt her, will mich fertig machen. Das hört jetzt auf. Nacht für Nacht bringt er mich auf die Palme. Du fängst doch immer an. Das hört jetzt auf. Dreht sich ja immer im Kreis, es kommt ja doch nichts dabei raus. Also wenigstens zahlt er seine Miete. Das ist allerhand. Und wer fängt jetzt wieder an? Du. Ich habe doch kein Wort gesagt. Nee, aber da geht es. Ja, verzeihung, ich habe auch gewisse Rechte. Du bist wie ein kleines Kind. Ja, Gott sei Dank nicht deins. Ich will nicht deinen bösartigen Charakter haben. Hör, was du nicht alles weißt. Ich weiß, warum du da bist. Geht's überhaupt nicht um die Zeitung? Lang, wie du Terror machst. Du suchst doch bloß schreien. Du bloß schreien. Ha, wenn du sie gefunden hättest, dann wird dir was anderes fehlen. Steh doch mal auf. Nein. Kannst nicht zufällig da Nein, sein. Nein, nicht zufällig. Ich lasse sie doch nicht rumkommandieren von dir. Siehst du? Echt? Du bist nicht mehr kapiert, dass du aufstehst. Halt's Maul, hab ich gesagt. Ja. Echt, man müsste es wirklich mal zustoßen. Ausgezeichnet. Echt, du bräuchst wirklich einmal so richtig an so Maul. Naja, versuch's doch. Echt, du gehst mir wirklich bis hier. Nur weiter. Du kotzt mich an. Lass mich doch nicht fertig machen von so einem Knirps wie dir. Mama? Hast du nicht einen Schalldämpfer dabei? Mama, die keine Ohren. Ich weiß, dass du mich hörst. Ich würde nicht zu. Hast du gerufen, Pam? Die ganze Nachbarschaft muss doch alles mitbekommen haben. Gut, die sollen ruhig wissen, was du für einer bist. Und wer hat angefangen mit Stolz und so? Ich weiß doch, dass du mich hörst. Was ist los? Er hat sie. Ich hab deine Zeitung nicht. Es ist gut. Egal. Ist egal, es sitzt auf den Ohren oder was? Musst du jetzt mit der noch anfangen? Du bist so furchtbar schlau. Echt? Ja. Mich setzt keiner auf die Straße. Ich will dir doch bloß helfen. Helfen? Du willst nicht meinem Kind helfen, das schreit. Also du bist die Allerletzte, die sowas sagen. Ah. Ey, behalten wir, wie du krank warst. Gefreut haben sie dich wegen Faulheit. Bist du jetzt zufrieden? Zerrissen hast du sie. Oder verbrannt. Dazu wärst du fähig. Willst du es noch? Nee. Ich hoffe, es ist nicht Ihre Radiozeitung. Ach. Einfach keine Geduld. Das bringt Sie noch ins Unglück. Wie war denn das mit dem Kinderwagen? Ich habe gesagt, sie soll warten. 200 hätte sie dafür kriegen können. Sicherheit. Aber nee, für 50 hat sie ihn hergegeben. Ja, das erste Angebot. Sicher nichts sagen. Kannst du da mal kurz drüber fahren? Ja klar, gib her. Was kommt denn da drauf? Das weiße Zeugs da. Ist was? Nee. Was kommt denn da drauf? Du bist, glaube ich, wie ich. Du liebst die Ruhe. Mir macht der ganze Krach ja auch keinen Spaß. Hat sie mal was wegen deinem Zimmer gesagt? Wieso? Was hat sie gesagt? Hast du deshalb überlegt? Ich habe nicht überlegt. Die hat mir in meinem eigenen Haus gar nichts zu befehlen.
Gut so? Prima. Fahr gerade noch mal über den Absatz drüber. Ich habe ihr gesagt, es gibt schon genug Probleme auf der Welt. Da braucht sie nicht noch welche dazu zu machen. Draußen kann sie machen, was sie Lust hat. So, jetzt hätten wir es. Lebenslänglich Zuchthaus sollte der kriegen. Dankeschön. Aber kann ich erwarten, dass du das in deinem Alter alles verstehst? So beschissen ist das Leben auch wieder nicht. Es gibt immer einen, dem es noch dreckiger geht. Stimmt, und derjenige kannst immer du selber sein. Das ist mein Fleisch und Blut. Keinen einzigen Gedanken im Kopf. Aber es ist ja auch dreckig genug gegangen. Es wäre alles nicht passiert, wenn sie sich ruhig drum gekümmert hätte. Was machst du heute Abend? Mach mich für die Arbeit fertig. Du gehst aber nicht viel weg. Die wollen alle immer was Besonderes. Die wollen, brauchst du mir nicht zu erzählen. Die Hälfte von denen weiß nicht mal, wozu sie da sind, meine ich. Ich dachte, das ist es, wo ihr Männer hinterher seid. Nee, also für die Hälfte rentiert sich nicht mal, dass man ausgeht. Und die andere Hälfte? Du musst es aber auch richtig anpacken. Du kannst nicht mit so einem Mädel in irgendeiner nassen Straßenecke rumstehen und denken, du tust dir Wunder, was für ein Gefallen. Das ist doch um dein eigenes Zimmer. Ist ein schönes Zimmer. Wundert mich sowieso, dass du das nicht ausnützt. Mir ist egal, was hier los ist, das weißt du. Solange es nicht laut wird. Ja, danke. Steckt doch in jedem Mann. Muss doch mal raus. Also ich wette, du hast auch in ein paar Ecken gestanden. Jetzt amüsier dich mal. Ich wüsste, was ich täte, wenn ich du wäre. Triffst du dich mit einem halt? Nee. Ich geh mit der Frau Klein aus. Das ist ja wohl reine Zeitverschwendung. Oh, jetzt werd nicht frech! Schön schaust du aus, wenn du dich so aufgemacht hast. Was ist mit dir los? Hast du meine Miete durchgebracht? Was wird denn gespielt? Irgendwas Verrücktes. Soll ich mal nachschauen? Nee, nicht nötig. Kommt doch immer das Gleiche. Sex. Mädels, die aus ihren Kleidern raushängen. Ah. Geh ich besser doch nicht hin. Wieso, da versäumst du was? Für Männer ist es was anderes. Also es war immer voll mit Mädchen, wie ich dort war. Massive Titten hopsen über CinemaScope. Glaub nicht, dass das der Frau Klein ihr Geschmack ist. Da sehe ich lieber Tatsachen. Das war zu haben, kommt das nächste Mal hoch, wenn ich bat. Um dir die Haare auf der Brust zu zählen. Ach, damit fängt's an. Klingt wie ein Horrorfilm. In China ist es ganz normal. Nichts dabei. Nee. Die Pam ist ja leicht rumzukriegen für ein gut aussehendes Mädel. Und wie machst du das? Hast du einen Vorschlag? Verdammt! Was? Zerbissen ist er. Was ist passiert? Ich muss kotzen. Hängen geblieben bin ich mit dem Strumpf. Das musste ja passieren. Und immer wenn ich spät dran bin. Und wo ist es passiert? Es rentiert sich überhaupt nicht mehr wegzugehen. Lass mal sehen. Das ist das einzig anständige Paar, was ich habe. Rumpelig. Es gibt eine Laufmasche. Oh, die ist aber groß. Hängen geblieben bin ich an dem blöden Stuhl. Seit ich denken kann, ist der schon so. Was suchst du? Überlässt die Penny ihren Nagellack rumliegen. Nur wenn man einmal braucht. Ich leide die so lang, guck. Es läuft schon, guck. Das ist zusammen. Die Woche kann ich mir bestimmt keine neuen leisten. Ja, immer mit der Ruhe. Ach, sowas geht mir völlig ab. Komm, jetzt nimm mal einen Anlauf. Hier wird's nur schlimmer. Bestimmt nicht. Mach du's. Was? Ja, ich habe noch nie mit Nadeln umgehen können. Ich soll schon da sein. Ja, das ist es nicht. Ich meine, ich kann...
Mach schon. Für dein Alter hast du ruhige Hände. Ja. Oh. Geht's? Was ist denn los? Die kann doch nicht weit sein. Ja, und sie ist weg. Und was ist das? Wo? Da. Oh. Mach schon. Kann doch nicht die ganze Nacht so stehen. Ich muss mal reinfassen. Pass aber auf, wo du hinfasst. Du bist nicht auf der Hochzeitsreise. Hey, deine Hand ist kalt. Schöne Beine. Mach schon. Schön und weich. Kümmer dich nicht um meine Beine. Herrlich. Mach ruhig weiter. Mhm. Oh, entschuldige. Au! Also, mach schon. Aber halt still, ja? Das hat aber gedauert. Puh. Ich bin ganz steif. Dankeschön. Lohnt sich jetzt nicht mehr, dass du gehst. Wo sind meine Zigaretten? Vielleicht kommt was im Fernsehen. Kann doch die Frau Klein nicht sitzen lassen. Ich habe doch Gefühl gehabt, dass er reinkommt. Wenn ich nach Hause komme, bist du schon im Bett. Bleib hier und mach's dir bequem. Ich mache uns eine Tasse Tee. Seine Freunde nicht sitzen lassen. Danke, dass du mir geholfen hast. Nacht, Glenn. Bleib dann auf. Wie spät ist denn? Viertel nach. Jetzt haben die hier keine Uhr. Wir gucken blöd aus der Wäsche, wenn der dich hier findet. Was wird denn der sagen? Tag. Aber es hat doch keinen Nee. Sinn. Nee! Ja, wie du willst. Muss man alles zweimal sagen? Du brauchst doch nicht gleich so rumschreien. Ich schreie nicht. Aber dich kann man hören, bis weiß Gott wo. Interessiert mich nicht. Mal die Heizung anmachen. Zum Eingehen. Mit einer anderen kämst du bestimmt viel besser aus. Und wer weiß, wie lange die Fenster aufgehabt haben. Ist doch kein Leben so. Du bist ja nicht das Schlechteste. Ich komme bestimmt wieder zu spät zur Arbeit. Dann geh doch nicht. Dann zahlst du mir den Ausfall. Warum gehst du nicht irgendwo anders hin? Wohin? Du bist vielleicht stur, du. Mit dir habe ich nichts mehr vor. Du hängst mit dem Hals raus! Hau endlich ab! Hat er gesagt, dass er kommt? Hat er auch nur einen von deinen Briefen beantwortet? Ich hab doch bloß gefragt. Ich hatte doch alles erzählt. Ja. Wie im Eiskeller hier drin. Hey! Ah, da sind wir wieder! Schuhe treten! Ah, Tia! Auf dein Kopf! Komm mal auf! Hier kommen wir! Ja? Ja. Darf ich hier hinter zu? Ohne Witz, bitte. 100 bestellen wir? Was willst du? Ja, was gibt's denn? Würstchen, Frankfurter, Spaghetti. Chips! Einmal die Karte durch, ja?
Hey, lass dir Zeit. Und vier Bier? Das geht auch nicht. Also nochmal das Ganze, ne? Hör mich auf! Und was willst du, Süße? Na, jetzt oder später, ne? Jetzt, für den Anfang. Tee mit Hörnchen! Könnte ich einen Kaffee haben? Na, was du willst, Süße. Gib mir ein Bier! Und was will sie nachher? Mittagessen. Also, vier Bier. Okay. Hey. Mann, dann bring doch Zigaretten mit, ha? Große was? Oder kleine Packung? Na, große. Das stecken, Süße, ich hab schon raus. Hi. Tag zusammen. Geht schon so. Tag. Naja, du hast ja gesagt, dass du nicht kommst. Dass du kommst, meine ich. Wann gibt's bald was? Blätter, wir können ja nicht texten. Mann, den haben sie dir aber auch nicht beigebracht da drin. Willst du schreien oder was? Aber vorläufig will ich noch nicht wieder rein, oder? Bist du nicht der Essling geworden? Ich kann ja nicht so ein Wüstling. Ich hab dir gleich gesagt, du musst jetzt wieder was ansetzen. Ja, passiert gleich, wenn das Zeug da ist, ne? Bewegung! Ey, mach halblang, du Rauli. Jetzt mach mal kurze! Ich will mich da lang! So, so direkt. Dann stopp ihm's Maul! Fuck you! Warum hat die Polizistin den Scharfrichter geheiratet, ne? Weil er immer so schön scharf ist. Warum wollte der Leichenbestatter lebendig begraben? Was? Warum hat die Frau mit den 13. Fehler gekriegt? Oh Mann, ich kenne wir schon. Und der Profi, der in der Badewanne ist offen. Hat ein Bruder bei der Feuerwehr, der sich den Rauch aufgelöst hat, ne? Du bist ja gar nicht erstmal da drin im Zimmer. Wie war's denn drin? Na, was macht die Arbeit? Ja, stinkt mir. Na, das ist immer dasselbe, ne? Hast du mal Feuer? Ich hab deine Briefe gekriegt, ne? Ja. Naja, ich bin kein Briefeschreiber, ne? Was machst du denn jetzt? Ich steck mir das größte Essen meines Lebens in den Hals, ne? Warte auf den Braten! Nee, ich mein hinterher. Na, irgendwas. Weißt du, wo du hin kannst? Ich nehm dich mit zu uns. Oh, doch. Hey, komm, du kannst mit mir in mein Zimmer für ein paar Tage. Nein, ich will euch nicht im Weg. Nein, da bist du echt nicht im Weg für ein paar Tage. Die Mama hat schon das Maul. Da bist du schön und ruhig. Das ist es doch, was du brauchst. Du hast du das gehört? Na, kennst mich doch, oder? Kann man wohl sagen. Na gut, einmal zulabern, verstehst du? Von wegen nicht, was aus dem Menschen rauskommt, kann ganz schlecht sein. Was soll denn das sein? Und dann muss er mal kurz raus und ich piss ihm in seinen Tee. Ne? Und dann war da noch so ein Typ, ne? Der war den ersten Tag drin, der klopft mich die ganze Zeit an, verstehst du? Die ganze Zeit! Fertig gemacht haben die mich für die Schlägerei, du verdammte Scheiße, Wasser und Brot. Mein Verlangen! Das heißt sich gut daran, dass er dem keiner das Essen klaut, ne? Ja, hast du ihm wenigstens gezeigt? Jeden Tag können wir dich nicht einladen. Ich zahl's mir schon selbst. Was ist los? Krieg ich den doch nicht in den Arsch. An den Mittelstürmer Max. Ach, der? Wollt's am besten von mir? Auf der Bridge habe ich immer daran gedacht. Was? Ja, und das ist mal, wo bei dir die Beine aufhören, ne? Ich mach's dir mal auf. Gib mir mal Feuer. Was haben die vor? Ach komm, red mal was anderes. Nein, vorher. Hast du den Prozess ja gehört. Dann sperm, hau ab! Nimm mal einen Tee trinken. Der ist jetzt kalt. Bist du schwer vom Begriff? Nimm deinen Scheiß Tee doch mit! Würde mich lieber hinsetzen. Pam! Leben wir gerade noch? Ich meine, wenn man das Leben nennen kann. Ja. Du wohnst doch nicht mehr da, ne? Was hast du denn vor? Nichts. Vor uns ist es. Es ist vorbei. Man war nicht der Einzige, ja? Ich hatte doch keinen Vorwurf. Was ist los? Es ist nichts. Und was ist mit dem Alabama-Song? Den haben sie. Kaffee. Immer. Wie war das, Fred? Wann anders wie hier? Fred! Ach komm! Ich hab's vergessen. Du hast nichts vergessen. Ich hab's vergessen! Was hast du dabei gedacht? Komisch ist das echt. Ich hätte gedacht, Mann, hör auf! Ist das alles... Es ist vorbei! Ja. Was hast du denn vor? Nichts.
Worauf willst du raus? Aber ich war nicht der Einzige, ja? Ich mache dir doch keinen Vorwurf. Was ist los? Es ist nichts. Er hat hart angefangen. Vergiss es, wo bleibt das Scheißessen? Ich hab gewusst, dass er was anfängt. Es ist nichts. Wo bleibt das verdammte Scheißessen? Bewegt euch! Er lässt mich immer noch nicht in Ruhe, Fred. Hör auf, Schwert, ich hab Hunger, das ist das Einzige, was ich weiß. Er geht überall mit mir mit. Da kannst du vom Glück sagen, doch. Sag du's ihm doch. Gib als Frau, gib ihm. Ich hab damit nichts zu tun, okay? Doch. Gebraucht, ja? Du musst doch jetzt zu mir halten, Freddy. Nach all dem, was ich für dich durchgemacht habe. Danke. Einem. Vielen Dank. Ich werde zu merken. Ich höre die Musik nicht. Ich hab dich doch geglaubt. Hast du den Scheiß angerichtet? Er hat angefangen! Es ist mir scheißegal, er hat angefangen, du kannst auf jeden Fall aufhören! Willst du mir büßen? Sich ab, du! Tut mir leid, Fred. Ja. Der geht jetzt. Ja. Geht alles gut, wenn er weg ist. In Ordnung. Wo bleibt denn sein Essen, Haar? Komm schon, Vater. Mensch, pass mich bloß nicht an, du, ich leg dich so aus, vergesst, dass du mich lebenslänglich einlochen! Schieb mal besser ab. Es hilft nicht, ich hab mich nur so aufgeregt. Wo bleibt denn sein Frühstück, ha? Frühstück, Mann, in dem Drecksladen esse ich nichts. Da kannst du mir ein paar Riesler servieren. Komm, ab. Er will von dir die Luft abstellen. Ja. All dem, was ich für dich getan habe, gibt's mir an. Hier, hat meine Karte noch nicht. Ah, ab, hab ich gesagt. Los, gleich Mann, hören wir aus. Ab. Oh. Pass hier auf. Jetzt bist du wie ein kleines Kind. Du kannst froh sein, dass du da jetzt raus bist. Keiner mehr da. Du lebst in der Heimat. Deutsche Kollegen, sogar das Kommando über das Orchester. Okay. Aber vorher wird es noch einmal offiziell. China hat auch viele Musikfeste, sagt der General, und dazu möchte er auch ein deutsches Orchester einladen. Und dann kommt der Moment, der einmal mehr zeigt, dass kein anderes Medium die Völker der Welt so sehr verbindet wie die Musik. Ein Major der Bundeswehr dirigiert das Orchester der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Gespielt wird bis in den Abend. Draußen hat Peking inzwischen seinen Lichterglanz entfaltet. Eine Millionenstadt, die sich mit den anderen Metropolen der Welt messen kann und die darüber hinaus noch eine ganz besondere Sängerin in ihrer Stadt hat. Auch Peking hat eine Lady in Red. Und das werden Sie jetzt selbst sehen und vor allem hören können. Seid bis reine Verschwendung!
Ich sag dir nur eins. Ich hab dich gesehen, wie lange du hast. Du bist ja gleich vorbei. Direktorin! Sechsschwein! In dem Haus hat genug Scherereien gegeben. Bringt nur Scherereien nach, die wir schon mal gemacht haben. Gehabt haben. Euro 50. Mit einer Verflossenen von der eigenen Tochter. Das Doppelverhalt macht sich lächerlich. Keine Selbstbeherrschung. Das hat sich keine Antwort. In dem Haus ist es gar nicht. Den kennt. Ich lasse das mir hier nicht ein. Es muss es. Erstmal kannst du meine Küche machst du auch nicht mehr drin. Habt ihr gewusst, dass du draußen stehst, wie der hier war? Habt ihr durch die Tür gewinnt? Der hat meinen Kopf weg! Du musst das einsuchen, bei dir ist der Notfall aufgebrochen! Du bist vertrocknet hier! Du kriegst keine mehr! Meine hat gereicht! Hier ist doch keine andere auszuhalten! Ich kann auch ohne, du bist nicht wert! Ha, ich hab doch dein Gesicht gesehen, wie du durch die Tür gekommen bist! Ich hab dich die ganze Woche beobachtet! Du bist nun mal überschwappen! Schwein! Mir reicht es mit dir! Lass mir dein Quatsch! Ich will mich losfinden! Warum bist du dann reingekommen? Ein Totoschein war in dem Tisch. Ha! Schmeiß mal rein, ich werde fallen! Lass dir dein Einzimmer sein! Erzähl doch mal! Mensch! Isin! So tief bin ich noch nicht gesunken, dass ich von dir was will. Schwein! Ich schlug mit dir! Alles rüber! Der ist kein... Der ist kein... Nicht mal, wenn er mich fragt! Wenn der einmal an mir riecht, dann kann es sein, dass ich... Au! Schwein! Weg doch! Du! Was stimmt nicht mit mir? Los! Mama! Was ist los? Mein Arzt! Schmeiß mein Hochzeitsgeschenk! Ich will doch helfen! Ich kann nicht mehr! Immer kommt sie nicht so davon!
eine einzige Lektion. Wenn ich jetzt gehe, kommen Sie dann wieder? Dann kommt das Kind wieder. Kommt her! Mich willst du loswerden. Ich kann nicht mehr. Ich bin tot und alle vor. Steig du auf. Baby tot. In love. Genug, danke. Also kochen kannst du? Ach, war längst kalt. Hast du ja auch nicht zweimal genommen. Ist oben voll. Man muss inzwischen schon etliche slowenische Bibliotheken und Zeitungsarchive nach diesem Film. Ich war im Freitod. Fang ich schon wieder damit an. Wieder auch mal seine Ruhe. Deine letzte Bedienung hat sich die Tote ge- Ich geh nicht rum für dich. Immer noch auf Wohnungssuche? Jetzt hat die Suche ein Ende. München und Umgebung online. Münchens erfolgreicher Vermieter. Schaglas bei Alpha-Kurve bei Herrn Behrmann. Ja, und das Licht auch. Habt ihr kein Geld, Scheiße. Es schreit immer noch. Und ich hab gedacht, weil die Katze sich im Schwanz eingeklemmt hat. Hast du alles gesehen? Es stinkt
du wieder mich immer anguckst? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Küche anziehen. Ich kann mich anziehen, wo ich will. Ich bin ja schließlich daheim. Hast du was gesagt? Halt's Maul! Dann ist dein Kind. Jetzt hört endlich auf, ihr zwei! Kein Wunder, dass es bald schreit! Wenn du wissen solltest, willst du längst abhauen. Kannst du dich herumhängen, bis du schimmig wirst? Warum sagst du nichts? Das schließt sich auf deine Sache. Jede Nacht kommt es mir auf den Nerv rum. Wenn das so weitergeht, schnapp ich doch über. Was hast du davon, wenn du die Kerle anschlägst? Warum sagst du nicht, dass das abwischen soll? Das schließt sich dein Haus. Nur Schupf und Kacke, sonst nichts. Ich misst mich nicht ein, ich mach sowieso alles falsch. Papa! Einmal musst du ja vor. Doch mit. Ich soll ja gehen. Nein, kann ich dir Sorge bringen. Gott, die werden ja schön flüchtig sehen. So, die Landwirtschaft in Mali. Kinder brauchen nicht zu Hause. Da siehst du. Hängt's dir nicht leid. Aber trotzdem. Bei dem Lärm, das macht. Was hast du jetzt genug Zigaretten? Ich habe meine vergessen. So, jetzt geht's mir besser. Das ist doch kein Leben, hier aufzuwachsen. Na, ich verdammt nochmal wissen, wo ich mit dem Kind hin könnte. Ich muss doch hören, aufs Kind schreien. Die lassen sich doch nicht stören. Nacht, Len. Nacht! Tasse? Nein. Na, was liegt da aus? Stimme, schau mal. Ich reiß mir den Arsch auf. Für dich und dir ist alles egal. Jetzt bist du dran. Ich hab gesagt, tu's weg. Ich nimm's. Du ahnungsloser Irrer. Du saublöder Sack. Ich bin doch nicht das Kindermädchen. Mama! Es fällt runter, halt's weg! Mama, ist der Fred schon da? Es ist noch eine gute halbe Stunde hin. Vielleicht kommt er früher. Hoffentlich gewinnt sein Verein. Vielleicht kommt er auch später. Nicht zum Fußball. Du kannst sagen, sie ist oben, wenn du weg willst. So kannst du es sagen. Das war das letzte Mal, dass ich ein warmes Essen gekocht habe. Und du kannst morgen dein Bett selber machen. Ich schwitze mich noch kaputt am heißen Herd. Kauf mir sowieso keinen neuen. Ich schub mich doch nicht krumm und dämlich für dich. Wenn einer ins Bett gehört, dann ich! Ich fühle mich fürchterlich. Siehst aber gut aus. Richtige Ringe unter den Augen.
woher der... Leih mir mal deine, komm. Hey, komm, was mit dem Eisen, ne? Das passt dir wohl nicht, ne? Was? Dass ich hier rumsitze. So ist doch ein freies Land. Ist kühl. Darf ich mir mal deine Jacke leihen? Was mit dem Eisen, ne? Sie hat gesagt, du kommst zum Fernsehen vorbei. Ist mir neu. Ich weiß aber nicht, was es gibt. Ist mir doch egal. Das könntest du aber leicht rausbringen aus der Zeitung. Hör auf jetzt! Naja. Ich habe ja nur gemeint, du könntest... Hör jetzt endlich auf damit, ha? Okay. Mir ist ja recht, ich habe nur gesagt... Mensch, Len, bitte. Ich bin zum Fischen hier, okay? Lass mich in Ruhe mit deinem Was Quatsch! Was denn? Ich habe nur gesagt, mir ist es recht. Wenn ich du nicht kannst, dann... Allmählich reicht's so. Mist. Aber ich habe ihn noch so dran gemacht, wie du gesagt hast. Naja, komm. Guck. Also, du nimmst deinen Wurm, quetsch ihn in den Fingern, dass er kaputt geht, das kommt zuerst. Ja, dann reißt ein Stück ab. Ja, festhalten. Dankeschön. So, dann ziehst du das hier auf den Haken auf und schiebst es hoch auf die Schnur. Ja? Und dann... Na, lass, das geht mir das. So, dann ziehst du das hier auf den Haken auf. Ja. Dann lässt ein gutes Stück runterhängen, so, ja? Dann ziehst du da oben das wieder runter auf den Haken und tanzt damit, verstehst du? Ja, aber so habe ich es doch gemacht. Ah, ja. Aber es kommt darauf an, wie. Ah. Ja. Montag stehen wir wieder vorm Arbeitsamt. Man müsste doch irgendwas machen dagegen. Das ist kein Leben, das ist eine Krankheit. Genau. Du hältst jetzt einfach das Maul und gibst mir eine Zigarette, ne? Nein. Hast du die Taschen voll? Ach, Abstauber raucht auf dein Kraut. Die bleibt die ganze Nacht wach, das wird echt lustig. Das scheint ein Trick zu sein, sie warten zu lassen. Früher hast du sie doch flachgelegt, oder? Einmal. Na also! Bedien dich doch! Ja, wie denn? Wenn sie nicht will. Hey, hör mal, was denkst denn du, hä? Hey, komm, Mann, die sind so. Wenn die mal nicht mehr wollen, dann wollen die überhaupt nicht mehr. Komm, jetzt gib mal eine Zigarette. Nein. Geizknochen! Chef? Hm? Was findest du eigentlich an mir? Im Bett? Ja. Ach, hängt vom Mann ab. Und? Ach komm, hör auf, das krieg ich doch am laufenden Band. Nee. Es wird dunkel. Naja. Hören wir auf? Gleich. Warum stehen die so auf dir? Das tun sie doch alle. Nein, ich meine, warum ist sie so krank danach? Ach komm, red doch nicht, Mann, die Grippe hat sie sich geholt. Ja, ich weiß, aber das meine ich nicht. Warum ist sie so? Das ist mir doch egal. Die wollen doch alle das Gleiche, oder? Hm? Ja, also musst du was mehr haben. Stimmt. Was? Hey! Das ist schön, hat was anderes. Jetzt weiß ich wenigstens, wovon es so schlecht wird. Scheiße. Doch nicht. Jedenfalls da wir auf, ne? Ja. Echt, ich glaube, du machst mir was vor. Ich? Ja, wie mit diesem Fisch, der da abgehauen ist. Da stehen wir nur Bahnhof. Ja, so groß. Dann schon eher so, ne? Würmer? In die Nase, in die Ohren, in den Hals gesteckt, ne? Du, in letzter Zeit nicht, ne? Ja, passiert aber gleich da. Komm, jetzt lass den Klimmstängel herwachsen. Ja, nur zu, Alter. Ja. Ja. Heute wieder Geschicklichkeitstag, ja? Ich habe übrigens zugehört. Beim Draufmachen. Beim was machen? Immer drauf. Mach keinen Witz. Doch. Ich habe kein Auge zugemacht. Hey, ihr müsst für die Weltmeisterschaft trainiert haben. Wieso hast du dich nicht gerührt? Alles mit Spaß, oder? Ah ja? Mensch, da kriegst du doch im Nachhinein ins große Kotzen, ey. Wenn das kein Grund ist, dass ich sie abhänge, du. Fang bloß nicht an, mir Vorwürfe zu machen. Du hast zugehört. Ja, es ging nicht anders. Gestört, dass ich immer bei ihr abgestiegen bin. Ja, wenn das jetzt noch einen Unterschied machen wird. Mann, ich habe doch keine Ahnung gehabt. Du hast von nie was eine Ahnung.
Ich hab doch gedacht, die ist solo. Soll ich dir helfen? Nee. Na, bring mal das Ding da her, komm. Hättest echt das Maul aufmachen können, oder? Was hast du denn vor? Jetzt? Heute Abend. Ja. Weißt du was? Machen wir einen drauf? Ja, mir ist recht. Na, komm doch mit. Weiter weg. Wie stehen die Finanzen? Ebbe. Und du? Na, ich nehme die Alte nochmal aus. Na, für mich gleich mit. Ja, das reicht. Hey, 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 hey. Los. Ich hol dich bei dir ab. Aber nach 8, ja? Ich will noch baden. Wer weiß ja nie, wie wir ins Bett steigen. Nach 8, okay? Er schüttelt mich richtig. Der schafft sich nicht noch 100 Meter Gegner mit. Ja, ja. Stark schon mal mehr, ne? Ha. Was machst denn du hier? Was hast denn du? Nichts. Lass ihn doch mal kurz. Mann, nichts für dich, ne? Mach dir nicht ins Hemd. Hey, wir waren schon so gut wie weg. Was stellst du dich so an? Mann, wieso schiebst du denn das da mit dir rum? Wie meiner spazieren gehen. Das ist ein bisschen spät, ne? Wieso? Das gehört ins Bett. Frische Luft macht ihm nichts. Ja, hättest halt früher gehen müssen. Hab keine Zeit gehabt. Wieso bist denn du nicht? Das weißt du ganz genau, ne? Wann kommst du denn vorbei? Ich guck mal rein. Wann? Weiß ich nicht. Nur ungefähr. Wann später? Soll ich was zum Essen machen? Ich habe zwei schöne Koteletts. Na ja, schade. Na ja, dann nehmen wir die danach ist. Jetzt ist gar keiner daheim. Zu früher sagen sollen. Also wann? Ich komm schon. Bestimmt? Ja. Ich Mann, will. Ich komm schon! Das heißt also nein. Ach, wie du willst. Aber... Du sagst es dann nicht gleich. Aber das ist alles. Ist nicht gerade lustig, die ganze Nacht für nichts zu warten? Fertig! Ja. Warum kannst du nicht einmal die Wahrheit sagen? Also gut, ich komme nicht. Pam. Du hast überhaupt nicht dran gedacht zu kommen. Du hast wieder mal die Bremse nicht gestellt. Alles klar? Stell du sie doch, wenn du alles besser weißt. Ja. Ich hab's ja immer gewusst. Ach komm, Pam. Fred. Geh heim. Ich wollte wirklich nicht dumm kommen. Ich wollte nett sein zu dir. Ich kann einfach nicht anders. Komm, Pam, geh heim, wo es warm ist, ha? Pam, du musst echt besser aufpassen. Ich bin ja selbst schuld. Ich denk immer zu spät. Mann, ich komm nächste Woche mal nach Hause vorbei. Montagabend, gleich nach der Arbeit. Du überlegst es dann doch wieder anders. Ach komm, wirklich. Das hast du schon mal gesagt. Na, mehr kann ich nicht für dich tun. So kann ich nicht nach Hause jetzt. Du wirst dich schon wieder aufrappeln. Wenn ich noch einen Tag in dem Zimmer dreh ich durch. Du hast doch das Kind. Gerade heute. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten allein. Ich hab rausgemusst. Ich weiß auch nicht, was ich tue, Fred. Komm, wir bringen es heim. Es hat schon mal eine Lungenentzündung gehabt. Komm, bitte. Na komm, dann bring uns heim. Nur einmal, noch mehr will ich ja nicht. Das nächste Mal bringe ich die Mutter dazu, dass sie bei mir bleibt. Das hat doch keinen Zweck. Lang her, dass du das letzte Mal gesehen hast. Es hat zugenommen. Du, sag Papi. Ja, süß. Still. Wen Fisch? Was gibst du ihm denn? Aspirin. Verträgt's das? Wacht morgen früh nicht mehr auf. Wird dich also nicht stören. Wie viel Uhr? Ja, ich guck rein, ich kann nichts versprechen, ne? Ist egal, solange ich weiß, dass du kommst. Ja, also gut. Ich warte schon. Oh Mann, das kann aber spät ist werden. Ist egal. Hängt davon ab, ob ich weiß noch. Ich nicht lange in der Tafel Schokolade. Oh Mann, Pam. Das. Weißt du. Was? Das laufen noch Typen und Sand am Meer. Mann, warum ziehst du denn nicht einen anderen an Land? Nein! Nimm doch nichts, Süße. Du musst doch lernen, wer die Hosen anlassen. Na ja, was kann ich denn machen mit dem Ball gemalt, ha? Die alte Dame wird dir schon abnehmen. Gib dir ein bisschen Kohle. Du probierst es ja nicht ich mal. Ich kann nicht. Du wirst aber müssen. Ich kann's nicht und ich will's auch nicht. Mich siehst du jedenfalls nicht mehr bei dir. Nein. Der Mann muss Schluss sein, ha? Nein. Du hast versprochen. Das hat doch keinen Zweck. Sie haben's gehört. Los, komm schnell. Es ist aus. Gott sei Dank. Warum wechseln wir so gar? Nur einmal noch mehr will ich ja nicht. Es ist mir egal, wenn du jetzt mit deinen Weibern gehst, aber komm heim danach. Mit Arsch und Hirn, du! Mir ist ja alles wurscht. Drei scheiß Wochen habe ich auf der Nase gelegen. Und wenn dann nur ein Finger krumm gemacht, ich hätte krepieren können. Niemand! Tschüss! Dass du den Band an mein Vater bist, davor kannst du dich nicht drücken. Kannst du es beweisen? Ich weiß es. Du weißt es? Ja. Toll! Hast du sie nicht gehabt, ne? Noch nie. Dann bist du der Nächste. Ah! Du bist anscheinend der einzige Steife hier, außer auf dem Friedhof, den es noch nicht weich gekriegt hat. Jetzt mach dich dumm, ne? Du dich verlassen kannst. Und dein Drecksableger kannst du deine Zicke mitbringen. Mit einem schönen Gruß von mir. Tschüss! Hey, fuck you! So, ich fass es nicht an, ich lass es stehen, wo es steht. Der Abend fängt ja schön an, Mensch. Mann. Was hast du da
auch abhauen! Aber jetzt fahr nur die Haare ran, ihr habt ja schon genug gehabt. Am besten ich gehe nach, oder? Ja, bring sie zurück! Ich schau mal, was sie macht! Hey! Lass ihren Bart nicht da, nehm ihn weg! Hey! Oh, Scheiße! Wir liefern ab auf dem Weg nach Haus. Na, ja, lass das stehen! Denn wir hören nicht, intendiert sind, nicht mehr vorzugehen! Warten wir 5 Minuten. Die hast du zum letzten Mal gesehen. Das wäre nicht das Schlimmste, was mir passieren könnte, oder? Kann deine Süße nicht drauf aufpassen? Dann hast du eine Macke, oder was? An der Ecke haben sie eine neue Kirche aufgemacht. Was? Da gibt's einen Turm. So. Da können wir mal eine Runde vorbeidrehen. Wie, heute Abend? Ja. Ach komm, lass dich einschalten. Du bist auch ein Mann. Nee, denk dir was anderes aus. Der beste Platz ins Gebiet, der mir schon lange? Ja. Ich bin da schon mal hingegangen. Der ganze Laden voll mit straffen Koffern. Du brauchst nur hingreifen. Was? Ja. Der alte Geier macht die Hände zusammen fürs Beten und da kannst du greifen, wohin du willst. Komm nicht wieder diese Storys, Junge! Mann, halt die Luft an. Hey, wie geht's? Bist du am Angeln? Nee, ich putze den Christbaum, hä? Ey, wir schmeißen hier mit Kippen durch die Gegend. Die sind ja noch kaum angeraucht. Ey, du wartest doch bloß, bis wir verduften, damit du sie nicht schnappen kannst. Komm, auf meine Rechnung, hä? Wir hatten das hier stehen lassen. Er fährt spazieren. Halt dir bloß nicht deine dreckige Visage ins Gesicht. Oh, was ist das? Schwarzen Mann, denke ich mal, ne? Der Papa muss ihm da die Windel wechseln. Ja, ja, ein Lahmarsch. Spannend, oder? Kommst du heute Abend mit ins... Süße. Oh. Der hat ja einen Knick drin. Im Gegensatz zu seinem Vater. Oh, und wie ist das? Komm, mach langsam. So ist es schon besser. Gib's auf. Hör, da fällt mir ein, ich wollte mich mit der Süße heute Abend treffen. Ja! Oh. Kannst du mir kommen? Hey! Vom selben Kerl. Hey, Süßer. Dich habe ich hier noch gar nicht gesehen. Lass die Finger weg! Wollen wir uns Zeit, was in die Büsche schlagen? Schaffst du auch zwei? Ich möchte die Bankchen! Ach, gut, so klein für mich. Weißt du, ich stehe auch so ein bisschen durch. Hey, du Drecksau! Hey, du Idiot! Wenn ich dir in der Küche nicht klaut, weißt du, was wir da machen? Nee. Da klappern wir die Tag- und Weißballons ab! Mann, du gibst nicht auf, das muss man dir lassen. Ne? Da hast du doch eine ganze Batterie herausfrauen. Oh, komm, die sind aber schon ein bisschen drüber weg, oder? Ja, aber die geht doch ganz gut. Und wer fährt denn Motorrad, kleine Kinder, hin? Ey, das war mein Bruder, das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, bleib die alte Familie, ja? Was ist denn? Ich kann die Augen nicht aufmachen. Du hast aufgeweckt. Ja. Guck dir mal die kleinen Fäustchen an. Der wird mal so ein richtiger Boxer. Ja. Ist das nicht ein Mädchen? Ja, du kennst doch sowieso keinen Unterschied. Wie bringt man dir die wieder zum Einschlafen? Hey, das tut weh. Oh. Hey, was macht denn der? Der kriegt den Ball sein Alter auf eine alte Seite. Es war kein Piep. Der kleine Scheiß ist halt tot vor Angst. Immer noch wach. Der hilft uns aber auch kein bisschen. So zum Beispiel. Ach, guck dir nur den Mund an. Ja! Beine an, wie die strampeln. Okay. Kannst du nicht still halten? Ich glaube, es hat einen Anfall. Vollgeschissen ist es. Hey, halt die mal die Nase zu. Ach, das ist gegen den Schlucker. Wollt sie mal auf Frage gestellt. Ja. Oh. Ja. Hey. Hey. Hey, hau mal drauf. Wow, was ich mir ja nicht wehtun. Kannst du das sowieso nicht. Wir gehen dem Alter. Was nochmal? Hm? So zum Beispiel. Ja! Warum hast du denn nicht drauf? Das gehört mir nicht. Ah, hey, Brückeberger, jeder muss sein. Oh, ich hab damit nichts zu tun, aber ihr habt recht. Hier, kann ich mal drauf pissen? Jetzt lass den Ruhe. Wieso? Jetzt schreit. Du wirst aber nicht gegen deine Kumpels anstinken, oder? Seht alleine. Das sieht schon sowieso krank genug aus, so ein Kümmerling. Überm Hängen. Ja, okay. Wollt ihr doch die Eltern ansehen? Oh, Drecksau, was kommt davon? Da vergeht ihr das Grinsen? Komm mal, lass mich mal! Danach habe ich mir schon immer die Finger geleckt. Hast du sowas noch nie gemacht? Die
ganzen Augen sind voll. Vielleicht kracht's, ja? Das kann ja nicht reden. Ach, und wenn schon. Ich kann bezeugen, dass der Ding angerührt hat. Ach, zu viel Schiss. Na ja, dann mach mal. Ja! Und hast du Angst, dass sie dich verhaut? Ach. Mensch. Hey, zeig mal, was du kannst. Meint ihr, das kann der Markt? Sieht doch keiner. So eine Chance kriegst du nicht jeden Tag. Vorbei. Der aber nicht! Ah! Und der! Bumm! Steine! Holt ihr auf den Jammer! Auf den Jammer! Bleib doch bei einem Räumen, kurz billiger! Gib mal ein paar her! Ja! Ja, genau im Tor! So was kennt ihr nicht. Direkt krankhaft. Steht ihm gut so ein schwarzer Schlips, findest du nicht? Was für eine krasse Aktion, verstehst du? Hey, ich chill gemütlich dahin mit meinem Bike, verstehst du, auf große Straße, dann sehe ich, kommt kleine Stopse da aus Auto hinten rausgeschossen. Ne? Ich sofort denke, blöde Sau, hier gebe ich dir, verstehst du, rauf auf die Gasse. Hab ich ihn platt gemacht, verstehst du, voll von der Seite, zack, und er, wups, um der Laster, was kommt von vorne. Ne? Quatsch, der ganze Laden, eine Soße. Hey, Vollgas gefahren, was ist das? Das ist eine Wucht. Ja, Unfälle sind immer drin. Hey, der kann doch keiner was. Hey, krasser Untersuchungsrichter sagt, mir tut ihm leid, dass er mich belästigt, ne? Das Gericht ist ihm dankbar für seine Hilfe. Er hat sogar was geprägt, dass ich komme, ne? Sogar die Mutter vom Knirps sagt, er kann nichts dafür. Hey, bei der Beerdigung wird sie aufkratzen. Arsch! Wer nimmt dich auf? Ach, du Arsch! Selber, chill dich, hat ja keine Ahnung, ne? Hey, du Alter, du hast doch keinen Mund. Kein Mund? Ja. Ich? Deine Großmutter vielleicht. Wer du Haare auf dem Kopf hast? Im Urwald, schwarz abknallen, so Waschlappen und dann fertig machen mit dem alten Faltmesser. Wow, ja! Ihr habt ja nicht mal, ihr wisst ja nicht mal, was eine Leiche ist, wenn sie, selbst wenn sie die Hand, wenn sie aufsteht oder euch die Hand gibt. Oh, bestimmt die Schwarze abknallen. Waren nur Verwandte von dir. Halt mal! Ey, warum kratzt du dich denn? Oh, der hat sich doch die Gießkanne verbogen. Ist dir dein Schwanz noch nicht abgefallen? Ausgeleiert, schlappert Pussy, weißt du? Gestern Abend hat er hinten im Auto eine Nummer gedreht, du. Wo krass in die Blechkiste? Ey, der verkehrt ihn. Ey, der macht hinten seine Nummer und ich hab gehört. Thank you! Krasse Aktion, ey! Du hast was fallen lassen! Ich war gar nicht die Stoßstange, die Nebenlampe hat abgehauen! Komm, ich dachte, dass dir doch nicht den Motor rausgehauen hat! Ah! Scheiß Nebel! Ich hab wirklich keine Ahnung! Ein Blöd oder was? Hey, du da! Das ist doch der Lenny, stimmt da, hab ich recht? Ja. Liz, hey, wie geht's? Selber? Ach, mein Liz. Lang her, ha? Ich und der sind zusammen in die Schule gegangen. Was machst du so? Der Trunksausfall! Ja, lass nur wenig mit dem Kopf. Scheiß ab, Blödmann. Arbeitest du? Ja, leider. Ich hab dich jetzt gar nicht erkannt. Ja, du hast dich kaum verändert. Oh! Es war ein Paar gewesen, euer Gnade, geht einfach auf mich los, zieh mich in die Büsche. Euer Gnaden? Ich hab gewusst, dass sie erst 13 war. Sie hat mir den Arm rumgedreht. Ja, ihr Alter hat sie gut angelernt. Euer Gnaden? Soweit niemand eingeschlagen hat. Der Alter, verheiratet. Ja, wir sind dabei. Gehen wir hin? Wir warten noch. Ja, willst du mich verarschen? Wieso das denn? Er muss warten, bis kleine Arschlochkind ist auf die Welt gekommen. Ja, ach, da ist sie ja. Oh, krass, das sollte Zeit nicht. Ich hab irgendwas übrig gehabt. Schon ein bisschen abgestanden, was? Aber Löcher werden alle doch gut passen, oder? Jetzt gib mir mal das Zeug. Gleich hätte ich mich fallen lassen. Okay, gleich fallen lassen. Gleich fallen lassen. Im Park.
Habt ihr was in der Schule gelernt? Ja. Ach, komm, komm, komm. Die machen doch Spaß. Geht's mir in den Taschen? Ja, klar. Dieter, der Mieter, der rustet so laut. Und trotz dessen Kraft, bis es die Tür heraushaut. Sie zieht sich nämlich die Hosen raus. Und schickt in die Klappe. Ja, yeah. Ich Hey, Also, zwei bringt dann aber trotzdem vor auf Dritter, oder? Ja. Hey, weißt du nicht, was du versäumst, verstehst du? Ich habe einen Kumpel gehabt, verstehst du? Hat er voll gedacht, der hat seine Großmutter. Ja, und? Ja, war du. So. Und dann hat er voll die Schwester am Winkel gehabt. Ja, hey, hat er echt so, ey. Der ist echt krass, verstehst du? Abchecken alle Finger danach und so. Also so einsteckt in Gurke, Banane, scheißegal. Voll heavy. Es ist soweit, zurück zur Arbeit. Bevor es zur Hochzeit kommt, haben sie es im Loch oder im Schornstein. Oder ja. Am besten ihr stecken ins Klo, weißt du, und sehen. Nimm schon. Danke. Und die Miete habe ich auch noch nicht bezahlt diese Woche. Da wird die Mutter aber schön sauer sein. Ich bin nicht dazu gekommen. Du hast doch nicht auf den Kopf gehauen. Die Miete? Ja. Nein. Hätte ja sein können. Du traust mir wohl nicht, oder? Ich strick ihr Pullover. Mir? Ich bin aber nicht die Schnellste. Das ist mir nie aufgefallen. Aber die Wolle musst du kaufen. Ich habe ja gewusst, da ist ein Haken dabei. Aber ein duftes Muster. Hast du Angst in der Miete? Wären mir lieber, wir hätten sie gezahlt. Fang bloß nicht an, mir Vorwürfe zu machen. Welche Farbe steht dir am besten? Das ist so ziemlich das Einzige, was deine alte Dame nicht was? Macht. Ja, ihren alten Vorwürfe. Welche Farbe steht dir am besten? Das stehen mir alle. Ich fände was Rotes schön. Oder was Blaues. Was Helles eben. Muss aber ein einfaches Muster sein. Wird er denn rechtzeitig fertig für die Hochzeitsreise? Hochzeitsreise gibt's doch nicht. Wer zahlt's denn? Du. Hier muss man aufpassen, Mike. Wie viel Uhr? Weiß ich nicht. Immer später. Ja, das sowieso. Wo ist die Schokolade? Aufgegessen. Ach so. Tja. War ja nicht viel. Nachher kaufe ich die wieder ein, okay? War auf jeden Fall ein gewaltiges Mal. Also wenn du mich fragst, kriegst du ein Kind. Krieg ich nicht. Man kann doch nie wissen, wann es einschlägt. Da hättest du früher aufstehen müssen. Also ich habe mein Bestes getan. Du hast eine dreckige Fantasie. Hey, stell schon was auf die Beine. Du weißt schon, eine Wohnung herrichten und so. Ein paar Sachen zusammenhauen. Ja. Wir werden es schön haben. Saustall ist bei mir nicht drin. Klingt nicht schlecht. Also leicht sauber zu halten und alles. Du wirst dich prima fühlen. Hoffen wir. Schön. Was? Warum hast du gerade nicht gelacht? Warum? Ja. Wieso bedauerst du es? Sag schon. Wie viele Mädchen hast du schon gehabt? Ich hab dir doch alles erzählt. Wo? Halt still. Was? Du hast einen Pickel. Wo? Halt still. Ah, ist der groß? Halt still. Hast du ihn? Hast du ihn? Ja. Ich habe ganz schön wehgetan. Könntest dich ruhig mal waschen. Ah, du freches Biest.
Willst du jeden nehmen, der vorbeikommt? Du bist gemein. Entschuldige. Pam. Du drückst mir das Bein ab. Entschuldige. Nee. Dann fängst du mit dem Pullover. Wieso musst du sowas sagen? Komm, sag doch was vom Pullover. Ich hab keine Wolle. Ich kauf sie morgen. Und nach einer Wohnung tun wir uns morgen auch um. Ich hab doch Glück mit dir. Oder habe ich kein Glück mit dir? Verdienen tust du es nicht. Ich hab doch gesagt, Schuldige. Ich frage auch nicht weiter. Vielleicht ist die Ente dein Bruder. Du glaubst wohl, hier ist es zu Ende. Das ist es auch. Hab's vergessen. Wir sind ja schon seit Stunden hier. Mach weiter. Also Mütter gibt's. Reg dich das nicht auf? Ich bin dran gewöhnt. Schießen musst du dir. Wieso? Mach dir das nichts aus. Warum? Wenn du auch mal so wirst, angenommen. Nee. Wie hat das angefangen? Nie gefragt. Hat keiner von denen was gesagt? Ich höre nicht hin. Ihr Bier. Ja, aber ein. Dann muss... dann ja auch keiner. Kannst ja eh nichts machen. Muss schlimm gewesen sein, wie du klein warst. Kennt mich anders. Im Krieg hatten sie einen Jungen. Einen eigenen? Ja. Ist mir nie begegnet. Tot. Oh. Bomben am Park. Davon sind sie so geworden. Nee, ich kam ja erst hinter ihr. Leben ist das. Ich hab's auch schon anders gehabt. Ich hab keinen einzigen vernünftigen Pullover. Wie machen die es bloß? Was? Schreiben sich Zettel oder so? Nee. Ja, aber wie denn dann? Die brauchen es nicht. Die müssen doch irgendwie. Nee. Wieso? Haben sie nichts zu sagen. Er knallt die Frage, dass sie piepen auf den Tisch und fertig ist die Laube. Red von was anders. Und was sagt sie über ihn? Nichts. Die sagt. Er sagt kein Wort über sie, sie sagt kein Wort über ihn. Ich will nichts davon wissen. Sie sagt niemals was. Nein! Nicht einmal. Ich hab nie was gehört. Ja, nicht einmal. Nein! Nass da unten. Mit deinen Alten wohne ich jedenfalls nicht zusammen, das weiß ich. Wir! Ich hab sie mir auch nicht ausgesucht. Nein, so habe ich das doch nicht gemeint. Kannst du nicht mal von was anderem reden? Ich mach dir doch keinen Vorwurf. Nummer 4! Brauchst du eine extra Einladung oder was? Das sind wir! Ja, dann nimm mal rein jetzt hier! Nee, wir bleiben noch ein bisschen! Du? Was? Komm schon! Wir sind Seeräuber! Hundesauber! Schlag uns doch! Was ist denn Süße, hä? Kriegt das Ruder nicht mehr raus? Ich hab Hunger. Dann sagst du das nicht gleich. Schwing das Ruder, du Luder! Ja, vom Feinsten! Mann, die geht damit um wie eine Nonne mit dem Döner, oder? Okay. Na, jetzt habt ihr's ja. Gut so? Ja, sehr schön. Langsam. Na komm, festhalten, Puppe. Schau dir unseren Captain Blutdolch an, du. Sehr schön. Geht's? Ganz nach dem Motto, wie geht's zu Hause? Durchwachsen. Was ich. War schön. Ja, verbunden. Machen wir wieder. Stets zu Diensten, ja. Hast du alles? Na, hast du doch, ne? Ach, komm halt die Luft an. Hey, er hat mich auf meinen Platten gegeigt, ha? Ha? Mann, Geigen kostet extra. Du für lieber einen anständigen Job, ja. Hey, ich hab einen, ne? Bootsverleih. Ich würde dich lieber verleihen, Süßer. Ach komm, jetzt reicht's langsam. Bist du soweit? Ja! Hast du vielleicht einen Job für mich, ne? Für dich würde ich mir ein Bein ausreißen dann. Dafür musst du erst in die Gewerkschaft. Bin ich, Süße. Bis hier. Pass auf, gleich fressen die Brühe. Bis hier. Wie du, Süße.